Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Apple Enthusiast. In diesem Video lernst du, wie du auf einzelne Zeichen in einem String zugreifen kannst. Ich lege los und erstelle erst einmal eine Datei, eine Python-Datei. py und ja, die erste Zeile kennzeichnet dieses Skript als ein Python-Skript. Und ich verwende die Version 3.8. Als erstes erstmal eine Kontrollanweisung, ob denn auch alles so ist, wie es sein soll. WQ speichert das ab. Dann muss ich die Zugriffsrechte ändern und mich selbst mit Ausführungsrechten versehen. Hier im Terminal ist es ja so, das ist anders, wenn du ja eine IDE hast und mir alles nachprogrammierst mit dieser IDE. Okay, das klappt und du siehst, keine Rückmeldung ist eine gute Rückmeldung im Terminal. Und dann siehst du Hello. Also so weit, so gut, das klappt. Alles richtig gemacht bisher. Und was ich jetzt machen möchte, ist eine Variable zu definieren und das wird eine String-Variable sein. So, und nicht nur das, sondern das ist auch eine weltbewegende Botschaft hier. Ja, wenn du die gesamte Message ausgeben willst, dann machst du das, indem du eben die entsprechende Variable benutzt. Also Message, Klammer raus, WQ. Also immer wieder nach kleinen Änderungen ausprobieren, ob denn noch alles so funktioniert oder ob du alles kaputt gemacht hast. Das kann dir viel Arbeit bei der Fehlersuche ersparen. Stell dir vor, du tippst einfach locker vom Hocker ein paar tausend Zeilen Code runter und dann führst du die Datei aus und es funktioniert nicht. Ja, dann ist die Frage, wo liegt der Fehler? So, also, soweit, so gut. Ja, wenn du auf wenn du auf das erste Zeichen in dem String zugreifen möchtest, dann kannst du das tun, indem du einen Index benutzt. Was passiert hier? Irgendwie habe ich wieder Mist gemacht, genau. Hab die I-Taste vergessen zu betätigen und ja, also nochmal, das erste Zeichen in einem String hat den Index 0. Wenn du bereits Programmiererfahrung hast, dann weißt du, dass man ja mit dem 0-Index auf das erste Zeichen in einem String zugreifen kann. Das betrifft C. In C gibt es ja nicht den Datentyp String, aber Zeichenketten und C++, da gilt dasselbe. Also das erste Zeichen hat den Index 0. Das gilt auch für Arrays bzw. Listen, dazu in meinen späteren Videos hier. So, aber was jetzt für dieses Video interessant ist, eben, ja, der Index 0 bezieht sich auf das erste Zeichen. Das startet hier mit dem Index 0. Das zweite Zeichen hätte den Index 1. Dann 2, dann 3 und ja, diesen Index verwendest du innerhalb von eckigen Klammern. Ne? Also du siehst den Variablennamen, eckige Klammern und ja, in diesen eckigen Klammern eben der entsprechende Index. Jetzt schauen wir uns mal an, wie das aussieht. Vielleicht haben wir ja was kaputt gemacht. Ne? Und da sind wir wieder im Terminal für die Datei aus und dies ist eine weltbewegende Botschaft und dann siehst du hier das erste Zeichen. Klasse. Ne? So, dann geht es weiter. Ja, du kannst dir natürlich vorstellen, der ist schon wieder nicht die I-Taste betätigt jetzt, aber ja, es ist früh am Morgen. Ne?
Es ist früh am Morgen und zwar habe ich hier stehen 7:44 Uhr und ich muss sagen, es ist ein Sonntagmorgen. Also von daher siehst du, wie fleißig ich bin. Wenigstens heute, ne? So, das zweite Zeichen hat den Index 1 und auch dieses Zeichen möchte ich ausgeben. Und du siehst, ja, dass eben das zweite Zeichen auch in der eigenen Zeile erscheint. Was ich noch machen kann, sind solche Spielereien wie, da sagen wir mal, so einen vertikalen Tabulator einzubauen. Verwende ich mal wieder das zweite Zeichen und wieder ein vertikaler Tabulator. Und das Zeichen mit dem Index 2, das ist das dritte Zeichen. Ja, ich weiß, für Anfänger ist das verwirrend, aber da musst du durch. Falls Programmieren jetzt ganz neu sein sollte für dich. Aber ich kann dir versichern, das wird eine Selbstverständlichkeit werden. Also, wenn du dran bleibst, und das ist ja auch sinnvoll, wenn du was lernen möchtest, dann werden dir diese Indizes geläufig sein oder geläufig werden. Okay, ich habe jetzt mal ja, die ersten vier Zeichen in eine Printanweisung gepackt und die einzelnen Buchstaben möchte ich bei der Ausgabe immer mit einem vertikalen Tabulator trennen und dann siehst du gleich in wenigen Sekunden, wie das aussehen wird. So, aber nochmal ein kurzer Blick, ob ich irgendwas falsch gemacht habe. Egal. Wenn es nicht läuft, dann wird es korrigiert. So einfach ist das. Ne? So, ausführen und dann siehst du, dies ist eine weltbewegende Botschaft. So greifst du also auf die einzelnen Zeichen in einem String zu, aber es geht noch weiter, denn Python hat ein ganz cooles Feature noch. Du kannst nämlich direkt auf das letzte Zeichen zugreifen. Ja. Die E-Taste. Immer wieder gern vergessen. Ja, das letzte Zeichen hat den Index minus 1. Ja, und hier siehst du den Unterschied zu C oder C++ oder auch zu Swift. Da ginge das so nicht, aber in Python geht es also. Das letzte Zeichen in einem String hat immer den Index minus 1. Dann schauen wir uns mal an, was wir jetzt bekommen im Terminal. Dann siehst du das Ausrufezeichen. Ne? Wieder zurück zu Vim. Was ich jetzt machen werde, das ist ganz cool, wenn du auf einem Mac oder MacBook das hier nachvollziehst, dann kannst du nämlich mal sowas machen, um das Ganze mal zu trennen. Ne? Und dann kannst du mal diese Emojis mal einbauen. Also wie gesagt, wenn man das so optisch trennt, dann wird es ein bisschen deutlicher sein. Ne? So, also hier wie gehabt und dann kommen die Emojis und dann siehst du, hier greife ich auf die einzelnen Zeichen ja von hinten zu, ja, also vom Ende her zu, minus 1, das letzte Zeichen und entsprechend wäre dann SG, ja, der Index minus 2 wäre dann das letzte Zeichen. Das vorletzte Zeichen, sorry, also print msg. Ja, dann kann man mal das drittletzte Zeichen auch verwenden.
ja, und so weiter und so fort. Ich denke, das soll ein Zeichen mal gewesen sein. Ausführen das Ganze, dann siehst du, hier erscheinen die letzten Zeichen. Okay, ja, das ist bisher ganz okay. Und das Ganze kannst du übrigens auch machen mit mehrzahligen Strings. Ne? Also wenn du jetzt hier mehrzahligen String hättest, dann musst du einfach Folgendes machen. Du musst hier dreifache Anführungsstriche benutzen. So wie jetzt. Und auch hier dreifach in Anführungsstrichen abschließen. So, nochmal ausführen. Erstmal kläre ich den Bildschirm, dann siehst du den Unterschied auch besser. So, ja. Dann ist es übersichtlicher, so meine ich das. Ne? Dies ist eine weltbewegende Botschaft. Da hast du den mehrzahligen String und du siehst auch, hier habe ich nichts kaputt gemacht. Hier ist alles wie gehabt. Und ja, das ist es. Also du greifst auf die einzelnen Zeichen in einem String zu, indem du Indexes oder wie heißt das? Indices im Englischen, Indizes. So, jetzt habe ich es auf Deutsch. Indizes, ne? Indem du eben Indizes benutzt. Ja? Okay, ja, bis hierhin, aber hier nochmal ein ganz kurzer Hinweis am Ende dieses Videos. Ich habe nämlich Folgendes für dich getan. Ich habe in der Box unter diesem Video, also in der Videobeschreibung, einen Link reingepackt für dich. Dieser Link, oder es sind zwei Links genau genommen, also ein Link führt direkt zu meiner Playlist, zu meiner Python-Playlist. Da hast du alle Videos, die ich bisher zu Python veröffentlicht habe, in einer Playlist und dann kannst du mit einer Tasse Tee oder Kaffee oder einem anderen Getränk deiner Wahl dich gemütlich zurücklehnen und dir diese Videos ansehen. Wenn du ja die bisher schon angesehen hast, dann ist es ja auch eine nette Wiederholung. Wenn du etwas triffst, was neu für dich ist, also du siehst, okay, ich zeige dir, was du bisher noch nicht wusstest, dann macht es natürlich auch mal Sinn, Hand an die Tastatur zu legen, das Ganze mal nachzuprogrammieren, vielleicht hier und da abzuändern, was ich vormache. Und des Weiteren habe ich dir auch noch einen Link reingepackt. Das ist ein Link, der zu meiner anderen Playlist führt, die ich zum Terminal mache. Ne? Also Terminal in macOS, so heißt die Playlist. Aber ja, wenn du auf einem Linux-System bist, dann kannst du diese Videos natürlich auch alle ja, nachvollziehen und mitmachen. Also generell, Python ist ja systemunabhängig. Ne? Das, ob du jetzt auf Mac, Linux oder eben auf einem Windows-System bist. Ne? Und ja, nur das Terminal, das ist ja vorrangig für Mac- und Linux-User, aber es geht auch auf einem Windows-System. Da musst du dich selbst mal erkundigen, wie du das hinbekommst. Du kannst also diese Bash-Shell nutzen, auch auf Windows. Aber nun ja, du kannst ja auch anhand meines Kanalnamens ersehen, dass ich jetzt nicht der größte Windows-Fan bin. Aber gut, jeder nach seiner Fasson. Ne? Gut, also die entsprechenden Links zu meinen Playlists, die sind in der Videobeschreibung. Sieh dich auch sonst um auf meinem Kanal, denn ja, ich habe ja jede Menge Tutorials hochgeladen zur Programmierung in C oder C++ oder Swift. Ne? Schadet nicht, ne? Nützt ja nur. Ne? Du weißt ja, die Welt ändert sich und wird digitaler und digitaler und digitaler von Jahr zu Jahr. Und wenn du nicht abgehängt werden möchtest, dann ja, ist es auf jeden Fall wichtig, dass du am Ball bleibst und diesen Kanal abonnierst. Betätige nach dem Abo die Glocke. Die Glocke ist immens wichtig, denn sie sichert dir, dass du meine Tutorials nicht verpasst. Jedes Mal, wenn ich ein neues Tutorial veröffentliche, wirst du von YouTube
benachrichtigt. Ne? Und ja, wie gesagt, also noch einmal auch der Hinweis zu diesem Terminal, zu dieser Terminal-Playlist. Das Terminal ist ein sehr mächtiges Werkzeug auf deinem Rechner. Von daher ist es eine intelligente oder hochintelligente Entscheidung, dir auch Kenntnisse im Umgang eben mit diesem Terminal dir anzueignen. Ne? Okay, das war's. Das ist mein Start in den Sonntag. Es ist Sonntagmorgen, jetzt gucke ich auf die Uhr, 7.54 Uhr. Ich bin aber munter und frisch. Nun ja, munter und frisch, relativ. Ne? Es ist eine relative Sache. Aber ja, es war mir auf jeden Fall eine Freude, das hier für dich aufzunehmen. Und jetzt bedanke ich mich bei dir. Also herzlichen Dank fürs Zuschauen und Zuhören. Wir sehen uns wieder in meinem nächsten Tutorial. Tschüss.